Ich freue mich wahnsinnig über diesen Award und es ist eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Und es bestärkt uns darin, dass wir auch in solchen herausfordernden Zeiten immer noch besser werden können. Das freut mich total für unser gesamtes Team und aber auch vor allem für unsere Mitarbeitenden, für die das eine großartige Auszeichnung des täglichen Tuns ist, weil das ist das, was uns am Ende auszeichnet. Mit unseren 170 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland tragen wir bei Asklepios eine besondere Verantwortung. Als großes Unternehmen, als Arbeitgeber und als Gesundheitsdienstleister für jährlich fast 3,5 Millionen Menschen. An oberster Stelle, auch für die Zukunft, sehen wir natürlich Qualität in der medizinischen Versorgung. Und die medizinische Versorgung, die muss finanzierbar sein, für jedermann zugänglich sein. Und das ist einer unserer großen Ziele. Unsere Mission ist es natürlich, zukunftsweisende Medizin voranzutreiben. Und wir werden auch in den kommenden Jahren und hoffentlich Jahrzehnten gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daran arbeiten. Wir versuchen, in vielen Aspekten innovativ zu sein. CIRS, Patientensicherheiten, klinisches Riskmanagement, kaufmännisches Riskmanagement, das sind alles Dinge, die wir schon früh vorausgedacht haben. ESG ist ein Themengebiet, das uns nicht mehr überraschen wird, wenn es dann ab nächsten Jahr verpflichtend werden wird für viele unserer Wettbewerber und eben auch sukzessive für uns. Wir kriegen den Award jetzt zum vierten Mal in Folge und das beweist, dass wir inhaltlich, kulturell und uns auch in der Unternehmensführung immer weiterentwickeln. Und damit haben wir eine Vorreiterrolle in der Branche und das spornt uns natürlich an.